Stellt euch mal vor, ihr seid schon seit Jahren in der Immobilienbranche. Ihr wisst, wie das Business funktioniert. Ihr wisst, wie man Objekte akquiriert, wie man Kundenbeziehungen aufbaut, wie man Vertragsabschlüsse herbeiführt. Und um euer Unternehmen aufzubauen, wisst ihr auch, wie ihr mit Mitarbeitern sprechen müsst, um das Ganze auch voranzutreiben. Das heißt also, ihr müsst eure Fähigkeiten stärken. Ihr habt doch das Gefühl, ihr seid total im Game drin. Ihr wisst, wie der Hase läuft und dann plötzlich passiert es. Ihr seid auf einer Netzwerkveranstaltung oder ihr seht vielleicht hier auf Social Media irgendwelche Newbies, Newcomer, Menschen, die vielleicht viel jünger sind als ihr, die dann plötzlich ganz beeindruckende Zahlen auf Social Media posten, was sie jetzt schon können, was eigentlich doch erst bedeutet, dass man mal mindestens 10, 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich gehabt haben muss. Ja, das ist dann schon komisch, wenn so ein Anfang 20-Jähriger berichtet, wie leicht er wirklich auch horrende, beeindruckende Preise durchbekommt und das Ganze auch noch in Leichtigkeit, wie er Objekte reinholt, wie er Marketing betreibt und ganz nebenbei noch ein Social-Media-Influencer im Immobilienbereich ist. Ihr stellt euch die Frage, wie kann es jetzt sein, dass ein Anfang 20-Jähriger oder Anfang 20-Jährige mit so wenig Erfahrung so mühelos Objekte akquiriert, auf Social Media nebenbei noch eine richtige Personenmarke aufbaut, ein Influencer-Marketing macht und dann auch richtig hohe Provisionen verdient, tolle Preise für Eigentümer rausholt und ja, vermeintlich ganz, ganz viele Tippgeber auch mit in der Angel hat. Also wie zur Hölle kann jemand, der jetzt gerade erst angefangen hat, so erfolgreich sein? Vor allen Dingen, weil ihr zum Beispiel schon viel länger am Markt seid und eigentlich viel besser wissen müsstet, was aktuell funktioniert und was eben nicht funktioniert und was schlussendlich auch zum Notar führt und zum Umsatz führt. In diesem Video möchte ich euch mitteilen, warum gerade Alter und Erfahrung nicht immer die entscheidenden Rollen und Faktoren für den Erfolg eines Immobilienbesitzers sind. Es geht nicht darum, über umfassendes fachliches Know-how im Immobilienmarkt zu verfügen und über die neuesten Marketingstrategien immer alles ganz genau zu wissen, anwenden zu können. Der Schlüssel für den Erfolg liegt oft in der Art und Weise, wie wir unser Angebot präsentieren und verkaufen. Das Problem, mit dem ganz viele von uns tagtäglich konfrontiert sind, ist, dass wir nicht ganz genau zu 100% wissen, wer unser idealer Kunde ist. Wir nehmen vielleicht jeden Kunden an, haben wie so eine Art Bauchladen, bieten auch unterschiedliche Sparten an, verkaufen mal ein Haus, mal eine Wohnung, mal eine Gewerbeimmobilie und wir vermieten auch mal eine Lagerhalle, vielleicht auch mal ein Spezialgewerbe. Aber von den Unternehmern, von den jungen Unternehmern, von denen ich hier spreche, die sind ganz klar positioniert. Und die haben von Anfang an gelernt, sich persönlich, ihr Unternehmen richtig zu branden, zu setzen und zu positionieren und eben auch selbst zu vermarkten, selbst in den Vordergrund zu gehen und sich genau auf eine Zielgruppe zu fokussieren, zu spezifizieren. Das zieht natürlich auch diese Zielgruppe ganz genau wieder an, wenn man immer wieder auf diese Zielgruppe auch einzahlt. Also diese jungen Unternehmer verstehen es, ihr Angebot so zu positionieren, dass es zu den Bedürfnissen ihres idealen Kunden passt und genau auf ihn zugeschnitten ist. Ein entscheidender Aspekt dafür kann sein, dass man sich beispielsweise auf ein ganz gezieltes Premium-Segment konzentriert. Dieses Segment besteht zum Beispiel ausschließlich aus Kunden, aus Unternehmern, aus Selbstständigen, die jetzt schon erfolgreich sind, die auch jetzt typischerweise schon relativ viel Budget für unterschiedliche Dinge haben und die auch gerade im Immobilienbereich bereit sind, auch tiefer in die Tasche zu greifen, ohne dass es sich besonders tief anfühlt. Vielleicht für euch, aber nicht genau für diese Zielgruppe. Und deswegen, um diese Kunden dann auch zu erreichen, musst du lernen, dich auf genau diese bestimmte Dienstleistung oder genau die Fähigkeit, die es braucht für diese Zielgruppe, zu spezialisieren. Nehmen wir jetzt einfach mal eine aktuelle Kundin, die Julia.
die aktuell bei mir im Jahresmentoring ist und die ganz klar den Fokus legen möchte auf Reiterhöfe. Auf Menschen, die Reiterhöfe besitzen, Unternehmer, Selbstständige, die das Ganze ja im besten Fall auch beruflich machen und damit einfach auch 6- oder 7-stellige monetäre Umsätze haben und dadurch dann auch natürlich weiterführend Interesse haben an weiteren Reiterhöfen oder auch mal ältere, nicht mehr so gut brauchbare Reiterhöfe zu veräußern. Jetzt hat natürlich ein ganz klassischer 0815-Makler auch eine ganz klassische, konservative, offene Website, die per se erstmal jeden anspricht, weil ja jeder Immobilienmakler sagt, auch eigentlich kann jeder mein Kunde werden. Das heißt also, damit stoße ich auch gleichzeitig wieder genau diese Expertenzielgruppe oder diese Zielgruppe, die wir gerne hätten, ab, weil sie natürlich denken, ja okay, das ist jetzt so ein 0815-Makler, der ist auf jeden Fall nicht spezialisiert auf mein Thema, also suche ich mir einen anderen. Ist ja völlig klar. Und genauso funktioniert das dann auch in jeder Nische, in jedem Bereich. Also angenommen, du hast jetzt einfach eine Website, die für alles und jeden quasi zuständig ist und abholen soll, dann wirst du per se ganz, ganz viele spezifische Zielgruppen und wahrscheinlich auch genau die Zielgruppe, die du jetzt gerne hättest, genau dieser Traumkunde, den du gerne hättest, abstoßen, weil du eben nicht genau auf sein Thema einzahlst, sondern einfach allgemeine Informationen lieferst, die für jeden erstmal relevant ist, aber eben keine spezifischeren Themen mit draufpackst, um dann eben auch zu suggerieren, hey, ich bin der Experte, die Expertin für genau diese Sparte, diese Immobiliensparte oder für genau diesen spezifischen Immobilienbereich oder genau für dieses Farminggebiet oder diese Art von Immobilien. Wenn ihr jetzt also ganz genau auf diese Zielgruppe spezifiziert seid und ihr vermarktet euch als der Experte für genau dieses Thema und ihr kriegt es im besten Fall sogar hin, genau Fähigkeiten oder Services und Dienstleistungen für diese Zielgruppe im Rahmen eurer Immobilienlösung zu bieten, dann werdet ihr auch immer weiter empfohlen und ihr werdet in diesen Kreisen immer bekannter und dieser prominente Immobilienmakler für genau diese Zielgruppe sein. Das heißt, das Geheimnis des Erfolgs liegt nicht genau an der Anzahl an Jahren, die du jetzt schon tätig bist im Immobilienbereich, sondern es liegt ganz klar daran, ob du deine Zielgruppe ganz genau kennst, fokussierst und wirklich ja, genau auf sie maßgeschneidert Dienstleistungen, Services anbietest und dich auch selbst als Experte positionierst. Das heißt, zusammengefasst geht es darum, dass du ganz genau deine Zielgruppe verstehst, du weißt, wo sie ihre Hürden, Probleme haben, die du mit deiner Dienstleistung, mit deinen Services lösen kannst und du passt dich ultimativ auf die Bedürfnisse deiner Zielgruppe, deines Zielkundenavatars an. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du lernst, dass du genau diese Dinge machst, dich richtig positionierst, dann hast du die Möglichkeit, wie auch andere junge, aus dem Boden gestampfte Immobilienmakler erfolgreich zu sein und zwar in Leichtigkeit, mit richtig guten Umsatzzahlen, mit neuen guten Cashflows, mit guten Objekten, neuen Eigentümern, die auch Spaß machen, die genau deine Zielgruppe sind und ja, mit denen du einfach Lust hast zu arbeiten und die gleichzeitig auch natürlich das nötige Kleingeld mitbringen für hochpreisige Objekte, die auch nicht an deiner Provision rummängeln, sondern die einfach deine Dienstleistung schätzen und dich als Experte bezahlen wollen für deine Services, die du ihnen abnimmst. Und die wollen natürlich ihr Tagesgeschäft machen, die wollen keine Immobilien verkaufen, die wollen auch keine Immobilien suchen, die wollen einfach dich als Experten beauftragen und sind auch bereit, dafür exorbitante Summen zu zahlen. Das Gute ist im Übrigen, gerade im gewerblichen Bereich bin ich auch besonders stark, ich mache jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 15 Jahren Gewerbeimmobilienvermietung zusätzlich zum klassischen Wohnimmobilienvermarktungsbereich. Und da ist es natürlich ganz toll, was die Provision anbelangt. Hier gibt es keine neue Provisionsregelung. Das heißt, wir können also entweder nur vom Eigentümer Provision nehmen oder nur vom Käufer oder nur vom Mieter. Wir sind auch nicht gebunden an 3 Monats-Netto-Kaltmieten oder an 3,57% des notariellen Kaufpreises, sondern das ist tatsächlich im gewerblichen Bereich relativ willkürlich und du rufst deine Preise für deine Dienstleistung auf. Ja, und da bin ich auch direkt am Punkt. Ich möchte dich jetzt hier zum Schluss
unbedingt einladen, tiefer in dieses Thema einzutauchen, denn es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich monetär, aber natürlich auch mental, weil das für dich in Zukunft mehr Leichtigkeit bedeutet, du viel einfacher an auch hochpreisige Objekte rankommst. Und es ist wirklich ganz wichtig, dass du hier deine Fähigkeit ausbaust, genau auf deine Zielkunden hin maßgeschneidert auch Services anbietest. Und hier geht es darum, ins Premium-Level reinzukommen und dein Business aufs nächste Level zu heben. Lass uns gemeinsam rausfinden, nicht nur geschickte und smarte Immobilienmakler zu sein, sondern eben auch das ganze Branding-Thema, also richtig gute Vermarkter der eigenen Marke, der eigenen Personen oder der eigenen Unternehmensmarke zu werden. Ich freue mich drauf, dich als Mentorin auf dieser Reise zu begleiten. Und damit freue ich mich natürlich auch, wenn du mal vorbeischaust auf www.vanessa-wenk.de. Lass uns gerne mal drüber sprechen. Dann füllst du das Formular aus mit deinen Kontaktdaten. Wir rufen dich an. Und dann, wer weiß, finden wir raus, ob wir gemeinsam was auf die Beine stellen können. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich bin Vanessa Wenk und tschüss.